Hallo, hier Kreta K. Politische Reden dienen dazu, seine eigenen Anhänger weiter zu motivieren und Unentschiedene zu überzeugen. Heute muss ich davon leider eine Ausnahme machen und über mich selbst sprechen, was ich ungern tue. Denn der Anlass sind Vorwürfe gegen mich, die im Wesentlichen auf einen einzigen Parteifreund zurückgehen. Es sind drei Vorwürfe und da diese in unseren Foren herumwabern, möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch meine Version davon zu erzählen. Und ich hoffe, dass ich meine Anhänger motiviere, mich weiter zu verteidigen und die Unentschiedenen überzeugen kann, diesem Unsinn entgegenzutreten. Der erste Vorwurf lautet, ich wolle gar keine Zusammenarbeit mit den großen europäischen Parteien wie Lega und Rassemblement National, sondern mich konzentrieren auf noch weiter rechts stehende kleinere Parteien. Ich habe noch nie behauptet, dass wir die Zusammenarbeit mit großen etablierten Rechtsparteien beenden sollten. Das würde ich auch nie tun, denn bekanntlich glaube ich, dass wir Deutschland nur verändern können, wenn auch um uns herum die politische Lage sich ändert. Und das wird nur mit großen und starken etablierten rechten Parteien gehen. Dazu gibt es unzählige Videos und Schriftstücke von mir, während es für die gegenteilige Behauptung überhaupt nichts gibt. Richtig ist aber, dass als ich 2019 ins Europäische Parlament erstmals gewählt wurde, die größte Partei irgendeines Landes, die es in diesem Parlament gibt, die italienische Lega unseres Partners Matteo Salvini war. Über 30% der Wählerstimmen in Italien hatte sie erreicht. Und es gab damals in Italien aber noch eine Rechtspartei, eine kleine Rechtspartei, die rechts der Lega war. Diese kleine rechte Partei hieß Fratelli d'Italia. Heute stellt sie mit Giorgia Meloni die Ministerpräsidentin. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in anderen europäischen Ländern politische Parteien sehr viel schneller wachsen und wieder fallen, als das in Deutschland der Fall ist. Und deshalb habe ich meine Mitarbeiter gebeten, einmal monatlich die aktuellen Umfragen aller EU-Länder zu prüfen, ob es rechte Parteien gibt, die wir noch nicht kennen, weil sie eben vor 3, 4 Jahren nicht zur Wahl standen, die aber in heutigen Umfragen deutlich über 5% performen und von denen wir ausgehen müssen, dass sie in Zukunft weiter wachsen und eine Rolle spielen. Ich möchte, dass wir Politik für die Zukunft machen und nicht nur Trends hinterherlaufen. Und deshalb müssen wir Trends erkennen. So wie wir auch 2019 einen Blick dafür hätten haben müssen, dass es nicht nur die große, mit uns befreundete Lega gibt, sondern eben auch eine kleine Rechtspartei, die sehr großes Potenzial hat. Der zweite Vorwurf, der mir gemacht wird, wäre, ich würde eine zu große Nähe zu Russland, China und anderen autoritären Systemen haben. Nun, wer heute gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Fortsetzung des Krieges ist, der ist ein Putin-Troll. Und wer der Meinung ist, dass es keine gute Idee ist, mit unserem wichtigsten Handelspartner China einen Wirtschaftskrieg zu beginnen, der hat eine Nähe zu China. Generell müssen wir dann, wenn wir Außenpolitik machen, zur Kenntnis nehmen, dass wir über die Zukunft nur eins wissen. Sie wird anders sein. Der große Trend, mit dem wir konfrontiert sind, ist, dass die Macht des Westens zurückgeht. Wir sind demografisch nicht mehr so viele, wie wir vor 100 Jahren waren. Wir haben ökonomisch nicht mehr das Sagen. Und auch politisch werden Länder wie Indien, Südafrika und Brasilien immer wichtiger. Zu diesen BRICS-Staaten gehören auch Russland und China. Und wir sollten wissen, dass wenn wir uns auf die Zukunft einstellen wollen, wir auch heute mit diesen Staaten Verhandlungen aufnehmen müssen. Ich hatte vor kurzem ein Treffen mit einigen Botschaftern, es ging um Außenhandel und ein arabischer Botschafter stand vor mir und sagt, ich habe viel schlimme Dinge über dich gehört, du sollst ein Rassist sein. Aber ich weiß, du bist kein Rassist. Denn wenn du ein Rassist wärest, dann würdest du nicht so respektvoll mit uns reden und würdest uns zuhören. Wir sind als rechte Partei, anders als die Grünen, nicht der Meinung, dass jedes Land so leben muss, wie es sich den Linksliberalen in Westeuropa und Nordamerika vorstellen. Weil wir als Deutsche und Europäer nach unseren Regeln leben wollen, billigen wir auch anderen Ländern zu, nach ihren Regeln zu leben. Deshalb haben wir Respekt und deshalb haben wir Verständnis für Ausländer, wenn diese in ihren Ländern politische Systeme entwickeln, die vielleicht nicht ganz so woke und ganz so grün und ganz so klimaschützend sind, wie das mittlerweile in der Bundesrepublik der Fall ist. Das ist nach meinem Dafürhalten keine Nähe zu autoritären Systemen.
Das ist auch nicht Putin-Troll und China-freundlich, sondern das ist deutsche Interessenpolitik. Der dritte Vorwurf schließlich ist, dass ich bei einem Ausschreibungsverfahren für PR-Dienstleistungen manipuliert haben soll. Das ist ein sehr böser Vorwurf, weil er so klingt, als hätte man Regeln gebrochen. Deshalb zunächst, es ist kein einziger Cent Geld geflossen. Und die Ausschreibung, die ich manipuliert haben soll, habe ich selbst gestoppt, als ich festgestellt habe, dass es Regelbrüche gab. Aber hier bin ich am Zugzwang, es etwas genauer zu erklären. Das Europäische Parlament stellt seinen Fraktionen Geldmittel zur Verfügung, damit diese Werbung machen können. Unsere Fraktion Identität und Demokratie stellt diese den Landesdelegationen zur Verfügung und unsere deutsche Delegation gibt einen beachtlichen Teil davon in die Verfügungsgewalt der Abgeordneten. Wenn ich also eine PR-Agentur beauftragen möchte, damit sie für mich Videos dreht, Zeitungen druckt, dann muss ich, damit nicht eine Schaftelhuberei passiert, der Verwaltung drei solcher Agenturen mitteilen. Dann bekommen diese Agenturen von der Verwaltung einen Brief und geben an die Verwaltung ihr Angebot ab. Ich habe damit nichts zu tun, außer dass ich Vorschläge unterbreite. Ich unterbreite immer Vorschläge von Agenturen, die uns politisch nahestehen. Und das sind zumeist junge Leute, Idealisten, die nicht nur professionell und kreativ sind, sondern mit großer Leidenschaft für unsere Sache kämpfen. Im vorliegenden Fall war es auch so, dass drei solcher Agenturen Briefe von der Europäischen Union bekamen, dass sie ein Angebot abgeben sollten. Und wer schon einmal einen Brief von der Europäischen Union bekommen hat, der weiß, er ist so dick und er ist in furchtbarem Beamtenenglisch geschrieben. Als die drei Briefe mit den Angeboten zurückkamen, stellten die Beamten fest, dass diese Briefe zwar unterschiedliche Preise enthielten, aber dass sie in der Aufmachung, im Aufbau und selbst in den Rechtschreibfehlern übereinstimmten. Offensichtlich hatten die drei Agenturen also, wenn es um die Übersetzung und die Vorbereitung der Antwort, mit Ausnahme der Preise ging, regelwidrig zusammengearbeitet. Ich habe davon Kenntnis gehabt, als die Briefe eingegangen sind. Ich habe an diesen Angeboten nicht mitgewirkt und ich wusste auch nicht, dass hier Übereinstimmungen vorliegen. Nachdem ich Kenntnis von dem Regelverstoß hatte, habe ich darauf gedrungen, dass die gesamte Aufschreibung aufgehoben und dann eben eine neue gestartet wird. Leider muss man in der Politik auch damit rechnen, dass man Feinde hat. Und das ist mir entgangen. Denn anstatt nun so zu verfahren, wie man das tut, begann ein großes Gerede, ob man diesen Regelverstoß, der darin liegt, dass hier ähnliche Angebote eingegangen sind, nicht weitermelden muss. Und aus dem Budget, aus dem ich Werbeagenturen aus unserem Milieu bezahle, wurde von einem deutschen Kollegen ein Pariser Professor beauftragt, der ein Gutachten schrieb, dass man vorsorglich eine Anzeige erstatten muss. Diese Anzeige ist erstattet. Ich kann Ihnen hier garantieren, dass ich an diesen ähnlichen Angeboten keinerlei Anteil habe, dass die Vorwürfe komplett unbegründet sind und dass wir hoffentlich sehr bald eine Bestätigung dafür von den Untersuchungsbehörden haben. Die Fraktion hat wegen der nunmehr gegen ihren ursprünglichen Willen eingeleiteten Untersuchung entschieden, dass ich suspendiert bin. Ich darf also nicht mehr an den Fraktionssitzungen teilnehmen. Ansonsten bleibe ich vollständiger Abgeordneter, nehme an den Ausschusssitzungen teil, werde weiter in Deutschland Vorträge, Reden halten und Sie über meine Arbeit informieren. Alles, worum ich Sie also heute bitten kann, ist, nicht irgendwelchen Verdächtigungen zu glauben, sondern mir die Gelegenheit zu geben, meine Unschuld zu beweisen und dazu zu warten, was die EU-Untersuchungsbehörde herausfinden wird. Dass eine solche Untersuchungsbehörde eine besondere Sympathie für meine Politik hat, ist unwahrscheinlich. Insofern wird das Ergebnis fair und ausgewogen, zumindest nicht positiv für mich sein. Ich kann Ihnen versichern, dass wir es hier damit zu tun haben, dass man versucht, aus nichts einen Skandal zu konstruieren, indem man in einem Verfahren, an dem ich noch nicht einmal selbst beteiligt war, einen Fehler, der da passiert ist, mir in die Schuhe schiebt. Kein Cent ist verflossen. Was aber die Lehre davon ist, dass es zwei AfDs gibt. Als ich in diesem Sommer in den Bundesvorstand gewählt wurde, lag unsere Partei bei 10,5%. Nach außen wirkte sie als zerstrittener Haufen. Sie war gärig, ist das berühmte Wort von Alexander Gauland. Heute
Nach guter Sacharbeit und Einigkeit liegen wir bei 16%. 16% reichen uns nicht. Es ist noch Luft nach oben. Aber wenn wir weiter einig sind und gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir es schaffen. Dazu gehört auch, dass man interne Konflikte intern löst und nicht nach außen trägt. Und deshalb habe ich immer meine Aufträge an junge, kreative und leidenschaftliche PR-Agenturen gegeben. Deshalb fokussiere ich mich in meinen politischen Reden darum, politisch zu motivieren und zu überzeugen. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass wir gemeinsam für unsere Sache vorankommen. Leider gibt es auch eine alte AfD der Sabotage, in der man vor allen Dingen über den jeweiligen innerparteilichen Gegner spricht und in der man Fehler, die irgendwo passieren, nicht dazu nutzt, um sie gemeinsam zu lösen, sondern mit Dreck zu werfen und den Parteifreund zu beschädigen. Ich denke also, dass wir an diesem Fall auch sehen können, dass wir immer noch zwei AfDs haben, wenn auch nicht mehr in Berlin, so doch offensichtlich in der im Jahre 2014 nominierten Delegation im Europäischen Parlament. Und ich wünsche mir von uns allen, dass es gelingt, dass auch in Brüssel die AfD-Vertreter aus dem alten, gärigen Stadium in den Stadium der Kooperation und der Zusammenarbeit finden. Deshalb hören Sie nicht auf die, die Dreck werfen, sondern schauen Sie auf die Leistungen für unsere Partei. Beurteilen Sie, ob es wichtiger ist, PR-Agenturen damit zu beauftragen, sich für uns einzusetzen oder Pariser Professoren mit Gutachten, wie man Parteifreunde ans Messer liefern kann. Und vor allen Dingen bleiben Sie mir gewogen. Vielen Dank.